Herr Sack hat schon davon gesprochen, von der Wichtigkeit der Wertschätzung dessen, was jeder Einzelne hier in unsere Stadt mit einbringt. An Kultur, an Sprache, an Religion. Jeder bringt etwas ein in unsere Stadt. Und diese Stadt Essen gäbe es gar nicht, ohne dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Menschen hier in diese Region gekommen sind. Ohne Zuwanderung wären wir ein kleines Dorf geblieben. Ohne Zuwanderung gäbe es keinen Oberbürgermeister, gäbe es keinen Belediyebaşkan, gäbe es auch keinen Büyük Belediyebaşkan, dann wären wir ein Ort, ein ganz kleiner Dorf geblieben. Insofern weiß ich um den Reichtum, um die Sprache, die Lieder, die Geschichten, die Kulturen, die eingebracht werden. Aber wir haben auch festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam eine Basis haben, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur, gemeinsame Werte, die Freiheit, die Demokratie, die Gleichheit von Mann und Frau, Freiheit der Religion, Freiheit der Wissenschaft, Freiheit auch der Journalisten, auch das ist wichtig. Insofern freue ich mich sehr, dass der türkische Lehrerverband und der türkische Elternverband den 23. April, den Eröffnungstag des türkischen Parlaments, eben immer wieder neu hier nach Essen bringt, weil Mustafa Kemal Atatürk genau diesen Tag ja der Zukunft, nämlich den Kindern gewidmet hat, an diese schöne Tradition hier eben auch in Essen beheimatet ist. Dieses Jahr zum ersten Mal auf Zeche Karl. Ich finde, es ist eine gute Premiere, es ist ein schöner Auftakt und ich würde mich freuen, wenn dieses sehr wichtige internationale Kinderfest hier auf Zeche Karl auch eine neue Heimat finden würde. So ein Fest ist viel Arbeit. Und deshalb danke ich all denjenigen, die seit Monaten darauf hinarbeiten, dass alles gut funktioniert. Am Ende spielt sogar das Wetter mit. Insofern ist alles perfekt für einen schönen Tag, für die Kinder, für die Familien, für eine gemeinsame Sprache, eine Sprache des Herzens, des Miteinanders und der Verständigung. Teşekkürler ederim. Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Veranstaltung. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi de huzurlarınıza